Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier irgendwo in Thüringen. Ich bin gerade bei und verkauft meine Paletten an der Verkaufsstation. Alles im Paket drin halt. Jo, was machst du? Ja, ich bin beim Grasmähen für Silage. Und parallel dazu beim Düngen auf Feld 11. Oh. Ich krieg ja Provisionen her, ne? Ja, wenn du das Geschäft vermittelt hättest schon. Aber ich habe es ja selbst gefunden. Oh. Oder selbst gesehen. Ich bin nämlich eine arme Sau auf Geld. Ich bin schon wieder im Plus. Na, Geld habe ich auch, aber halt. Ja. Na, aber schuldenfrei. Ja, ich verkaufe gerade Paletten, da bringt auch Geld ein. 1300 pro Stapel. Ich glaube 12 Stück sind drauf. Ich habe gerade ein Bäumchen gemacht, ein hat sich die Palette in der Wand verbackt. Aber die Wiesen ohne Nummern, die kann man schon düngen, oder? Da muss man gucken, ob das blau wird im Feld. Wenn es blau wird, ja. Ansonsten, nö. Da muss man gucken. Früher waren die Wiesen ja einfach ohne alles. Da ging es nicht, glaube ich. Ja, da kommt nichts. Also egal, was ich habe ganz durchgeschüttet. Ja, dann brauchst du nicht Wachstum, düngen. Bodenbeschaffenheit. Dann brauchst du nicht düngen. Ja, aber dann hast du weniger Ertrag, oder? Das weiß ich nicht, dann muss man testen. Ob du ein ähnliches Feld hast oder Wiese von der gleichen Größe ungefähr, ob du da deutlich mehr kriegen würdest. Ich kann es nicht bestätigen, ob das so ist. Ob du einen Vorteil hast oder einen Nachteil, keine Ahnung. Hast du noch Holz im Wald? Nee. Na, so ein Mist. Musst du alles alleine machen. Aber ich habe noch was zu liegen. Ich brauche nicht fällen. Aber wenn man es umsonst kriegen kann, ne, ist ja besser, ne? Weißt du, wie man einen Landwirt umbringen kann? Nö, nee, keine Ahnung. Du musst ihm mehr schenken, als er tragen kann. Ach so. Ja, das macht stimmt. Ich weiß, ich bin eine arme Sau, ich muss ja irgendwie so Geld kommen. Hab ja hier nix. Wenn du einen Sägeweg einstellen könntest, so ein Knecht oder sowas, ne? Da könntest du ja andere Sachen machen, ne? Du bist ja schon wieder Sachse, der sagt da immer, wir hatten ja nicht. Aber das Sägewerk ist fleißig, also das Palettenwerk meine ich jetzt.
Ich komme kaum hinterher mit 6 Schaffen. Aber man sieht auch keine Feldinfo bei der Wiese. Ja, das ist halt so, ne? Weil im Extremfall kannst du auch verkaufen, ne? Na, ja, ein bisschen was kommt schon dabei raus. Das kann ich den nächsten Bretter holen vom Sägewerk, auch voll. Aber das einzige Gute ist beim, dass zum Beispiel ne, die Balken mit Dings aufladen kannst, auch Hänger hier. Zwar Eierkartons, aber ist egal. Da ist der mir von der Gabel geflogen. Wir haben doch geschlafen, ne? Haben eine Kühe auch nicht gemacht. Aber ich glaube, das geht noch. Ja, aber morgen auf jeden Fall. Ich muss, glaube ich, putzen. Ja, Sauberkeit muss ich machen. Putzen muss ich. Ja, man hat zu tun, ne? Immer am Arbeiten hier, ja? Ja. Durchdrehende Reifen. Ja, Baum. Da müssen wir ganz kurz gucken. Wo hier der Kurs ist. Ach hier.
So. Müssten wir hier irgendwo anfangen. Gaspedal nutzen, ne? So, mal gucken mal. Dann nehmen wir gleich den aktuellen Wegpunkt, den nächst passenden Wegpunkt und einstellen. Er braucht noch ja, 50%. So, dann muss ich mal noch auf Feld Nummer 29 den Rest fertig fahren. Denn wir waren hierbei und haben hier einen Feldrandkurs gefahren für Autodrive. Und da fehlen noch ein paar Meter. Das muss ja auch noch gemacht werden. Na, fehlt hier ein Meter, ne? Müssen wir schon wieder Palettenbretter voll. Da braucht man nur einen dritten Mitspieler, der sich bei dir um die Paletten kümmert. Genau. Na, wie gesagt, ich werde ja jetzt mal gucken. Ich weiß ja, dass es so ein Dings gibt. So ein kleines Autolot. Und dann ist das auch erledigt. Dann stellst du ihn da hin und dann wird er entsprechend gleich aufgeladen und dann ist gut. Sonst hast du einfach zu wenig Platz. Und wenn wir auf 5 spielen, ist ja auch voll, ne? Und bei 9 Tagen musst du auf 5 spielen, sonst kommst du nicht voran. Das kann man nur machen, mal in Ausnahmefällen. Oh, jetzt ruckelt ganz stark. Jetzt habe ich nur noch 10 FPS. Hat sich auch gerade Dings beschwert. Aufnahmeprogramm. Da kam irgendwas, was nicht gut war. Weiß nicht was. Ich habe gerade einen Kurs eingefahren und das kann nicht gewesen sein. Ja, bei mir ist beim Ding auch gestanden. Beim Kursplay-Helfer Blocking. Ah, das kann ein Grund gewesen sein. Könnte. Obwohl, es war aber gar nichts. Also wie ich hingeschaut habe, ist er weitergefahren. Ja, keine Ahnung. Es könnte was sein, er muss aber nicht. Es könnte auch sein, dass der Kursplay da die neue Version spinnt. Könnte. Aber da kann man nur spekulieren. Boah, der ist gerade erst einmal rundherum gefahren. Und muss schon wieder nachtanken beim Elferfeld. Ja, das ist der Nachteil bei Flüssdünger, ne? Aber er hat sich ja wieder schnell gefangen. Und daher geht's. So, das ist ungünstig. Ungünstig. Die Fahrt ist schlecht.
immer darauf achten bei Autodrive, dass die Pfeile in die Richtung gehen, wie man auch wieder fährt. So, noch schnell anschließen an den Kurs. Fertig. Den nur nachfüllen lassen. Da, stopp. Stopp. Richtung Hof 3. Wir müssen das wieder abändern. So. Jetzt gehen wir zum Hof zurück. Die Bretter kümmern hier. Wieder alles voll. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Tja. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Morgen geht's hier weiter in Thüringen. Tschüss. Tschüss.